Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Logarithmische Diagramme. Logarithmische Diagramme tauchen unter E-Technikern häufig auf und deswegen möchte ich darauf ein wenig genauer eingehen. Ich fange an mit der Problemstellung, wofür brauchen wir doppellogarithmische Diagramme? Und dann schauen wir uns die Eigenschaften genauer an. Was sind Graden in logarithmischen Diagrammen? Was passiert, wenn wir Funktionen invertieren, multiplizieren, wenn wir zwei Funktionen, das Minimum oder Maximum, miteinander verknüpfen? Nun, beginnen wir mit einer Fragestellung. Zum Beispiel wäre jetzt hier die Aufgabe, ein Kondensator mit einem Kapazitätswert von 160 Mikrofarad hat einen Strom von 1 Ampere mit einer variablen Frequenz. Und die Aufgabe wäre jetzt, skizzieren Sie die Spannungsamplitude als Funktion der Frequenz von 10 Hertz bis 10 Kilohertz. Und dann als nächstes lesen Sie aus diesem Diagramm die Spannung U ab, den Betrag der Spannung, bei der Frequenz 30 Hertz und 2 Kilohertz. Also eine Aufgabe, die als Elektrotechniker durchaus vorkommen könnte. Nun, wenn wir nicht weiter darüber nachdenken, dann zeichnen wir auf der horizontalen Achse die Frequenz von 0 bis 10 kHz und auf der vertikalen haben wir ausgerechnet, gibt es Werte von 0 bis 100 Volt. Und wenn wir so eine Wertetabelle machen, dann die vielleicht auch noch erweitern, dann bekommen wir also Folgendes heraus, was jetzt hier beispielsweise mit dem Computer, mit Excel dargestellt wird. Und wenn wir jetzt laut Aufgabenstellung die Frequenz bei 3 kHz oder 2 kHz ablesen wollten oder bei 33 Volt, dann wird es schwierig. Denn was sollen wir jetzt hier an der vertikalen Achse ablesen? Naja, vielleicht 1 Volt, 0,5 Volt, das können wir nicht genauer lesen. Oder wenn wir diesen Wert hier ablesen, ja, welche Frequenz ist das? Ja, ist das 100 Hertz, 50 Hertz? Wir wissen, es sollten 30 Hertz sein, aber trotz allem können wir das so nicht ablesen. Das heißt, unser Diagramm hilft uns so überhaupt nicht weiter. Es hat keine Aussagekraft. Anders sieht das aus, wenn wir jetzt eine sogenannte logarithmische Achseneinteilung wählen, sowohl für die horizontale als auch die vertikale. Dann bekommen wir ein doppelt logarithmisches Diagramm. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier auf der horizontalen Achse die Frequenz dargestellt, aber eben in einer logarithmischen Skalierung. Und wenn wir jetzt eine Wertetabelle in dieses Diagramm einzeichnen, dann stellen wir fest, bekommen wir einen solchen Verlauf, eine solche Gerade. Und in diesem Diagramm können wir natürlich jetzt wesentlich bequemer Werte ablesen. Wir können zum Beispiel jetzt hier bei 10, 20, 30 Hertz den Wert ablesen und kommen jetzt hier links bei 20, 30, 33 Volt. Das können wir gut ablesen und wir können sogar ebenfalls den anderen Wert gut ablesen. Jetzt hier bei 3 Kilohertz sehen wir, es sind dann eben 0,33 Volt. So, das heißt, wir sehen, dass also unser Diagramm insbesondere für Daten, die sich über mehrere Größenordnungen erstrecken, sehr hilfreich ist. Dann sollten wir immer dann, wenn wir eben Daten über mehrere Größenordnungen haben, dann empfiehlt es sich tatsächlich, die Achseneinteilung logarithmisch zu wählen. Und das bedeutet dann, dass auf dieser Achseneinteilung die Abstände der Zahlen sich ändern. Sie sehen hier, der Abstand von 10 Hertz nach 20 Hertz ist wesentlich größer als von 20 Hertz nach 30 Hertz oder gar hier von 90 nach 100. Das heißt, die gleichen Abstände, die wir hier haben, das sind in einem logarithmischen Diagramm Multiplikationen mit einem Faktor. Das heißt,
Der Abstand von 10 nach 20 Hertz ist genau derselbe, wie wenn wir 20 Hertz verdoppeln von 20 Hertz nach 40. Schauen Sie mal genau hin. Dieser Abstand hier ist genau gleich groß. Auch der Abstand von 50 nach 100 ist genau auch das Doppelte, ist genau derselbe Abstand wie von 100 nach 200. Das werden wir ausnutzen, wenn wir vielleicht in der Übung einen Trick lernen, wie wir mit einem linearen Rechenkästchenpapier trotzdem logarithmische Skalen zeichnen können. Aber wie gesagt, merken Sie sich, in einer logarithmischen Skalierung sind gleiche Abstände immer gleiche Faktoren. Gut, das ist schon mal der grundsätzliche Trick eines logarithmischen Diagramms. Doppellogarithmisch heißt es, wenn es eben sowohl die vertikale als auch die horizontale Achse logarithmisch dargestellt sind. Und wir müssen allerdings aufpassen, wir können in einem logarithmischen Diagramm erstens keine Null darstellen. Das geht nicht. Sie sehen hier unten beispielsweise die unterste Zahl, hier ist 0,1. Wenn wir jetzt weitergehen würden, käme 0,01, 0,001 und so weiter. Wir würden allerdings niemals einen Punkt finden, wo wir die 0 eintragen können. Das können wir in einer logarithmischen Skalierung leider nicht. Wir können auch nur positive Zahlen, also nicht negative Zahlen darstellen. Das heißt, wir müssen uns auf Beträge beschränken, wenn wir logarithmische Darstellungen haben. Das gilt natürlich auch insbesondere, wenn wir mit komplexen Zahlen arbeiten. Auch mit komplexen Zahlen nutzen wir dann tatsächlich nur die Beträge dieser komplexen Zahlen. Ja, schauen wir uns einmal an, was doppellogarithmische Diagramme noch können. Zum Beispiel können wir sehr seltsame Verläufe als Geraden darstellen. Sehr viele Verläufe gehen über mehrere Größenordnungen als Geraden. Und insbesondere, wenn wir einen Verlauf haben der Form a mal die Frequenz und dann mit einem Exponenten zum Quadrat hoch 3 oder sonst was derartiges, ein Verlauf, der in einem linearen Diagramm mit Sicherheit einen krummen Verlauf hätte, der wird in einem logarithmischen Verlauf zu einer Gerade. Wenn wir einen anderen Exponenten haben, dann sehen wir, ändert sich die Steigung. Und die Steigung ist letzten Endes proportional zu dem Exponenten. Und wenn der Exponent negativ ist, weil beispielsweise wir 1 durch etwas rechnen, dann wird ebenfalls die Steigung sogar negativ, wie hier die rote Kurve. Das ist schön. Das heißt, wir haben also häufig über mehrere Größenordnungen Verläufe, die dann einer Geraden entsprechen. Sehr praktisch. Wie kommt das? Nun, der Exponent wird zur Steigung, weil wir mit dem Logarithmus rechnen. Und aus dem Logarithmus wird dann entsprechend der Faktor im Exponenten tatsächlich als Multiplikator vor den Logarithmus. Auf die Weise passiert auch Folgendes, wenn wir einen Verlauf invertieren, wenn wir also 1 durch etwas rechnen, dann wird dieser Verlauf praktisch gespiegelt an der 1. Ganz einfach, weil die Steigung entsprechend negativ wird und der entsprechend auf die Weise sozusagen umklappt. Wenn wir Funktionsverläufe multiplizieren, egal auf welcher Größenordnung, egal wo wir sind, dann bekommen wir immer eine Verschiebung. Eine Verschiebung um den Faktor 2 beispielsweise führt immer zu derselben Verschiebung, egal bei welchem Wert wir sind, ob wir jetzt hier bei 1 sind, ob wir jetzt hier bei 0,5 sind oder hier bei 0,1 sind. Auch wenn wir einen anderen Verlauf haben, wie dieser blaue Verlauf, die multiplizieren mit dem Faktor 2 führt grundsätzlich zu einer Verschiebung. Auch das hängt wieder mit dem Logarithmus zusammen, denn wenn wir den Logarithmus von einem Produkt nehmen, dann ergibt der sich aus der Summe der beiden einzelnen Logarithmen.
Ja, eine noch weitere Eigenschaft ist, wenn wir zwei Funktionen haben und das Maximum an der jeweiligen Stelle, beispielsweise an der jeweiligen Frequenz, ausrechnen wollen. Das ist eine sehr praktische Geschichte, weil wir nämlich dann Verläufe, die vielleicht auch abschnittsweise aus Geraden bestehen, auf die Weise dann einfach skizzieren können. Nehmen wir also beispielsweise einmal diese beiden Funktionen U1 und U2, das lineare Verläufe sind, und rechnen einmal die Summe aus beiden aus und tragen das im doppellogarithmischen Diagramm auf. Dann ergibt sich diese dunkelrote Kurve. Wir sehen Folgendes. Diese Addition wird mehr oder weniger zu einer Maximumoperation. Das heißt hier also in diesem Bereich von niedrigeren x-Achse, ja, ist dominiert die Funktion U1. Und wenn wir U1 plus U2 rechnen, dann fällt U2 praktisch kaum ins Gewicht. Ja, das Maximum der beiden Kurven gibt das Ergebnis, die rote Kurve. Entsprechend hier bei den ganz hohen Frequenzen, dort fällt die Spannung U1, der Verlauf, praktisch nicht mehr ins Gewicht, weil der um Größenordnungen kleiner ist. Wenn wir jetzt also in erster Näherung praktisch das Maximum von beiden als Ergebnis skizzieren, dann machen wir natürlich einen Fehler und der größte Fehler, den machen wir hier an der Stelle, wo die beiden Funktionen gleich sind, dann machen wir einen Fehler um den Faktor 2. Das kann natürlich an der Stelle schon was ausmachen und da sollten wir dann, wenn wir als gute Ingenieure arbeiten, an dieser Stelle dann genauer nachrechnen. Wenn wir aber merken, wir sind weit genug von dem Schnittpunkt entfernt, dann können wir mit gutem Gewissen als Ingenieur praktisch das Maximum der beiden Kurven nehmen. Das wird noch bequemer, wenn wir tatsächlich einen Verlauf haben, bei dem wir komplexe Zahlen addieren, also sprich ein Real- und ein Imaginärteil haben und davon den Betrag ausrechnen. Und sei die eine Kurve vielleicht der Real, der andere der Imaginärteil, so erhalten wir im besten Fall oder im schlimmsten Fall eine Abweichung von nur Wurzel 2. Denn wenn diese beiden Teile gleich groß sind, ergibt die Summe von beiden eben Wurzel 2 mal den Wert von dem einen. Und das heißt, wir machen an dieser Stelle dann hier also einen Fehler von Wurzel 2, wenn wir eben komplexe Werte haben. Halten wir also fest, wenn wir also zwei Funktionen in doppellogarithmischem Diagramm addieren, dann können wir über weite Bereiche das Maximum der jeweiligen Funktionen als Ergebnis skizzieren und behalten fest, dass dort, wo die Funktionen sich schneiden, wir maximal einen Fehler machen von Faktor Wurzel 2. Sehr ähnlich sieht das aus mit einer Minimumfunktion. Wenn wir nämlich bei diesen beiden Kurven, nein, wir subtrahieren sie nicht. Subtrahieren ist was Ähnliches wie addieren mit aber hier verwenden wir den Paralleloperator. Der Paralleloperator ist in der logarithmischen Darstellung praktisch das Umgekehrte wie die Addition. Ja. Beim Paralleloperator können wir nämlich praktisch die Minimumfunktion anwenden. Wir erinnern uns, bei zwei parallelen Widerständen ist das Ergebnis immer kleiner als der kleinste der beiden Widerstände. Und so ist es auch hier. Wenn wir die beiden Funktionen als Paralleloperator betrachten, dann fällt eben hier bei sehr niedrigen Frequenzen der große Wert hier kaum in Betracht und wir nehmen eben den kleinsten dieser Werte und entsprechend hier bei hohen Frequenzen eben der entsprechend andere der kleinste Wert. So, wenn wir jetzt eine einfache Parallelschaltung haben, dann machen wir hier wieder im schlimmsten Fall dann, wenn nämlich beide Funktionen gleich sind, einen Fehler von 1/2 oder einen Abstand von 2. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier Real- und Imaginärteil haben, wie es häufig bei komplexen Funktionen der Fall ist, dann machen wir hier einen Fehler von Wurzel 2, wenn wir eben hier diese Minimalfunktion anwenden. Wir werden später sehen,
dass uns diese Erkenntnis, das Verständnis von Kurven, von beispielsweise Filtern oder Resonanzverläufen sehr helfen kann, eben solche Verläufe von Filtern zu skizzieren. Gut, damit möchte ich für heute schließen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.